mein Name ist Lina und willkommen zu meiner Pilatesstunde. Heute fangen wir im Sitzen an, jede Vier auf deiner Matte. Nehme eine bequeme Position, das kann der Schneidersitz sein oder du kannst auch deine Beine leicht ausstrecken. Wichtig dabei ist, dass du deine Sitzbeinknochen auf der Matte spürst und einen geraden Rücken ziehen kannst. Konzentriere dich zunächst auf deine Atmung. Atme ganz entspannt durch die Nase ein und durch die Nase wieder aus. Einatmen, versuche dich lang zu strecken, Scheide nach oben zu ziehen, deine Bauchspannung aufzubauen. Mit der Ausatmung hältst du die Position und versuche dich noch etwas länger zu machen. Einatmen und wieder aus. Ein und wieder aus. Jetzt legst du deine Hände seitlich an deine Brust. Versuche deine Rippen zu spüren. Mit der Einatmung lenke deine Luft und die Atmung in deinen Brustkorb. Deine Brust hebt sich, dein Brustkorb weitet sich und deine Hände entfernen sich voneinander. Mit der Ausatmung öffnest du deine Lippen und mit einem leichten, zischenden Geräusch verlässt die Luft deinen Körper. Dabei spannst du die Bauchmuskulatur an. Die Brust senkt sich und der Brustkorb wird wieder normal. Noch einmal ein und wieder aus. Und wieder aus. Bauch ist angespannt, Rücken ist gerade. Jetzt bringst du deine Arme nach unten. Schulter sind tief, Scheide zieht nach oben. Drehe mit der nächsten Ausatmung den Kopf nach rechts. Versuchend deinen geraden Rücken, deinen Kopf nach rechts zu ziehen. Die linke Schulter ist nach hinten gezogen. Ausatmen und beim Einatmen wanderst du wieder zur Mitte. Jetzt auf die linke Seite ausatmen. Dreh deinen Kopf ganz entspannt nach links, die rechte Schulter nach hinten, gerade Rücken bleibt. Einatmen zur Mitte, noch einmal. Ausatmen nach rechts. Einatmen zur Mitte und ein letztes Mal. Ausatmen nach links. Einatmen zur Mitte. Ausatmen, bring dein Kinn und den Kopf nach unten. Ziehe deine Nackenmuskulatur lang, lasse deine Schulter unten und deinen Rücken gerade. Einatmen, Kopf wieder zur Mitte. Wir gehen weiter nach unten Richtung Schultern. Kreise mit deinen Schultern ganz entspannt nach hinten. Versuche deine Arme entspannt zu halten und deine Fingerspitzen, wenn es geht, immer schön auf der Matte. Noch einmal. Jetzt lässt du deine Schultern unten, streckst deine Arme aus. Mit der Einatmung hebst du deine Arme. Mit der Ausatmung senkst du sie wieder. Oberkörper bleibt unter Spannung und gerade. Ein und wieder aus. Ein letztes Mal ein. Bleibe hier und jetzt im Wechsel streckst du einen Arm nach oben zur Decke und neigst deinen Oberkörper zu der anderen Seite. Schön langsam. Versuche deine Schultern dennoch weit weg von deinen Ohren zu halten. Stell dir eine Puppe vor und irgendjemand steht über dir und du bist die Puppe und zieht an deinen Händen dich sanft nach oben. Die ganze Körperseite wird gestreckt. Und nur noch einmal. Wieder zur Mitte. Arm oben halten, Finger ineinander verschränken und Handflächen zur Decke strecken. Schultern sind tief. Einatmen hier. Ausatmen, Arme nach vorne, Oberkörper nach hinten runden. Dein Becken kippt leicht. Einatmen, gerade. Ausatmen, rund. Ein und aus. Noch einmal ein und wieder aus. Runde Rücken, Arme nach unten, Kopf nach unten hängen lassen, Schultern sind tief. Mit der Einatmung richte dich wieder Stück für Stück nach oben. Sehr schön, wir gehen weiter und kommen zu der Wirbelsäule-Rotation. Arme über die Seite strecken, du kannst deine Ellenbogen gleich nach unten senken, deine Hände sind zur Decke gestreckt. Gerade Rücken, Schulter sind tief, Schulterblätter ziehst du zueinander. Einatmen, mit der Ausatmung drehst du dich aus deiner Wirbelsäule nach rechts. Einatmen, wieder zur Mitte. Ausatmen, dreh dich nach links. Einatmen, zur Mitte. Noch einmal aus, rechts, ein, zur Mitte.
und ein letztes Mal aus, links, ein, zur Mitte. Hände auf die Knie oder auf die Oberschenkel, noch einmal in Runde. Einatmen, wieder nach oben wachsen, jetzt streckst du deine Beine aus und flexst deine Füße. Beine sind gestreckt, wenn es geht, wenn nicht, dann leicht angewinkelt. Das ist kein Thema, wichtig ist gerade Rücken. Strecke deine Arme noch einmal über die Seiten. Wir kommen zu einer der klassischen Übungen bei Pilates, das ist die Säge. Deine Sitzbeinknochen sind deutlich auf der Matte spürbar. Mit der Ausatmung Bauch bitte anspannen. Oberkörper drehst du nach rechts, sodass deine Brust und dein Knie in einer Linie sind. Jetzt streckst du deinen linken Arm zum rechten Bein und zum rechten Fuß. Neigst deinen Oberkörper nach vorne unten und streckst den rechten Arm nach hinten. Einatmen, Mitte, linke Seite. Ausatmen, drehen, vorbeugen, rechten Arm zu linken Fuß und lang werden. Ein, wieder aufrichten, rechte Seite, drehen, vorbeugen, links zu rechts, rechten Arm nach hinten. Ein, wieder zur Mitte. Ausatmen, links, vor, Arm nach vorn. Und wieder gerade. Nur noch eine Runde. Drehen. Vorbeugen, gerade rücken. Jetzt auf den Rücken rund und du streckst dich. Ein. Wieder aufrichten. Letztes Mal nach links. Drehen. Vorbeugen und drehen. Und mit der Einatmung wieder nach oben wachsen. Arme nach unten, kurz die Schultern. Einmal nach hinten kreisen. Arme hinter den Körper, Finger ineinander verschränken, lang werden. Und mit der Ausatmung wieder lösen. Geht weiter. Stelle deine Beine angewinkelt auf der Matte. Deine Füße, auch die Fußspitzen, sind auf der Matte. Bringe deine Hände an deine Schienbeine. Mit der Einatmung ziehe deine Brust nach vorne, dein Rücken ist gerade. Stell dir am besten vor, dass du mit deinem Rücken an einer Wand sitzt. Ausatmen, runde dich. Schön nach hinten, dein Kopf ist in einer Linie mit deinem Becken. Einatmen, gerade. Ausatmen, runde, bis deine Arme ausgestreckt sind. Ein und aus. Letztes Mal ein. Und ein letztes Mal aus. Einatmen, Arme nach vorne, jetzt kommt die erste Bauchübung. Ausatmen, kippst du dein Becken etwas mehr und kommst auf dein Kreuzbein. Füße bleiben am Boden. Ein, hoch, aus, Bauch anspannen, Becken kippen und wieder hoch. Aus der Bauchkraft gehst du nach unten und aus der Bauchkraft, ohne Schultern zu zucken, kommst du nach oben. Tief und wieder hoch. Tief, Rücken ist rund und wieder hoch. Rücken ist gerade, zwei Stück. Tief und wieder hoch und eine letzte, tief und wieder nach oben. Wir erweitern die Übung, du gehst mit deinem Oberkörper weiter nach unten und hebst dabei ein Bein im Tabletop, 90 Grad Winkel, Oberkörper heben, Bein absetzen, rechte Seite, tief, rechtes Bein heben, ein und wieder absetzen. Die Arme sind schwer und entspannt. Und wieder hoch. Tief. Und wieder hoch. Linke Seite. Schienbein ist parallel zum Boden. Tief. Und wieder hoch. Mit einem runden Rücken nach unten. Und dann wieder nach oben geht gerade. Noch 5 Schritte. Und wieder hoch. 4. Ausatmen. Und wieder ein. Aus. Achte auf deine Schulter. Geh nicht zu den Ohren. Sind entspannt. Die letzten 2. Und die letzte. Und mit der Einatmung wieder nach oben. Gerade Rücken. Runde, entspanne dich. Nehme hier einen Atemzug.
atmen, wieder gerade rücken. Wir haben keine Zeit zum Pausieren. Wir gehen weiter zu der schrägen Bauchmuskulatur. Mit der Ausatmung neigst du deinen Oberkörper nach hinten und öffnest dich zur Seite. Strecke rechten Arm nach vorne, links nach hinten. Wieder zur Mitte, wieder nach oben. Zwei Atemzüge. Ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen. Links, drehen, zur Mitte und wieder hoch. Rechts, drehen, zur Mitte und wieder hoch. Schulter sind tief, drehen, zur Mitte, hoch. Rechts, drehen, zur Mitte, hoch. Du kannst hier bleiben oder die etwas schwerer machen. Öffne, Beine ist oben. Zur Mitte und wieder nach oben. Rechte Seite. Tief, Beinhebel. Drehen. Zur Mitte. Sehen. Links. Öffnen. Zur Mitte. Drehen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Fünf Stück. Drehen. Zur Mitte. 4. Nur noch 3. 2. 2. Nur noch mal links und einmal rechts. Und die letzte. Wieder zur Mitte, wieder gerade rücken. Wieder runterrücken. Kurz entspannen. Einatmen. Wieder gerade sitzen. Jetzt kommen wir zu der nächsten Übung. Sie heißt Pilates V. Die ist sehr gut für die tiefen Bauchmuskulatur. Und geraden Rücken. Ziehe deine Füße zusammen. Richte dich einmal gerade und neige deinen Oberkörper leicht nach hinten. Somit bildet dein Körper ein V. Arme nach vorne ausstrecken. Mit der nächsten Ausatmung gehst du etwas weiter nach hinten. Bleib gerade. Und deine Brust ziehst du nach vorne. Mit der Einatmung hältst du die Position. Mit der Ausatmung bringst du deine Arme nach hinten. Ein. Und wieder aus. Was du jetzt spüren musst, das sind leichter zitternde Bewegungen in deinem Bauch. Wenn es nicht der Fall ist, zieh deine Brust immer mehr nach vorne. Oder du kannst auch deinen Oberkörper weiter nach hinten ziehen. Aus. Und wieder ein. Auch hier sind deine Schultern tief. Dein Rücken gerade. Zwei. Und die letzte. Bleibe hier. Arm nach vorne. Brust nach vorne. Beide etwas näher zusammen. Und jetzt machst du den Wechsel. Bein heben und wieder senken. Heben, Brust nach vorne, senken. Fußspitzen sind jetzt auf der Matte. Und du hebst nur Unterschenkel nach oben, parallel zum Boden. Und senken. Schulter sind tief, Brust nach vorne gestreckt. Bauch ist angespannt und zittert leicht. Sehr gut, zwei Stück. Die letzte. Bleib immer noch hier, halte dich an deinen Kniekehlen und hebe deine Beine nach oben. Schöne gerade Position, Bauch ist angespannt, du kannst weiter an deine Fußgelenke kommen und in das richtige Boot gehen. Halte und wieder ausatmen, Beine wieder anwinkeln, Füße nach unten, über die Beine sich beugen, ein Atemzug nehmen. Einatmen, wieder aufrichten, letztes Mal, ich verspreche es. Geh auf Anfang deiner Matte, schau, dass dann die ganze Matte hinter dir ist. Wir gehen in die nächste klassische Übung für Pilates, das ist der Roll-Up. Strecke dich einmal gerade, stell dir wieder vor, dass du an einer Wand sitzt. Plötzlich ist diese Wand weg, du kippst nach unten hinten und legst dich komplett auf der Matte.
Arme hinter den Kopf. Einatmen, Arme zur Decke. Ausatmen, Kopf, Schulter, Schulterblatt spitzen und den ganzen Rücken von der Matte lösen und dann über die Beine sich beugen. Rücken ist rund. Einatmen, gerade Rücken. Ausatmen, Stück für Stück. In einer Zeitlupe gehst du auf deine Matte, streckst dich einmal an. Mit der Einatmung hebst du deine Arme wieder hoch. Ausatmen, ohne Schwung zu nehmen, kommst du wieder zum Sitzen. Und aus dem Sitzen in die Vorwärtsbeuge. Ein, aus. Ein, Arme nach oben und dann geht's los zum Sitzen kommen. Gerade Rücken, runde Rücken. Ein und aus. Ein, Arme nach oben, dann Kopf, Kopf, Schulter, Schulterblätter, Schulterblatt spitzen und der ganze Rücken. Und wieder über die Beine beugen. Noch zweimal. Ein, aus. Ein und wieder aus. Letztes Mal. Ein, aus. Leg dich ab. Bringe deine Arme hinter den Kopf, stelle deine Beine auf und versuche dich in zwei Atemzüge zu entspannen. Mit der Einatmung ziehst du deine Arme weg von deinem Körper, versuche deine Bauchdecke zu strecken. Mit der Ausatmung entspannst du dich wieder. Einatmen. Jetzt bringst du deine Arme seitlich und mit der Ausatmung hebst du deine Arme nach oben. Deine Lendenwirbelsäule liegt auf der Matte. Deine Schulterblätter und deine Schulter sind tief unten und entspannt. Mit der Ausatmung Bauch bitte anspannen, Kopf und die Schultern von der Matte lösen und die Arme entlang der Matte lang strecken, Richtung Füße. Einatmen, wieder ablegen. Ausatmen, heben, einatmen, senken. Wichtig dabei ist, dass deine Bewegung langsam ausgeführt wird. Die ganze Ausatmung gehst du nach unten, die ganze Einatmung wieder nach oben. Aus und wieder ein. Schultern zucken nicht, geben auch keine Hilfestellung. Und wieder nach unten. Wir machen hier nur 4 Stück. Aus und wieder ein. Aus und wieder ein. 2, aus und wieder ein. Die letzte und wieder ein. Wir erweitern die Übung. Oberkörper heben und das linke Bein in Tabletop. Knie steht in einer Linie mit deinem Becken, also nicht zu näher ran. Und wieder absetzen. Ausatmen, hebe rechtes Bein. Und wieder absetzen. Aus. Und wieder ein. Versuche mehr deinen Oberkörper zu heben, als dein Bein zu den Knie ranzuziehen. Versuche deine Schulterblätter von der Matte zu lösen. Aus. Und ein 4 Stück. Aus. Und wieder ein. 3. Und wieder ein. 2. Und wieder ein. Die letzte. Und wieder alles absetzen. Kurz Oberkörper nach unten. Schulter tief ziehen. Du kannst auch für eine Atemzug deine Augen kurz schließen. Die Entspannung genießen. Wir kommen jetzt zu der nächsten Übung. Und zwar, wir kommen jetzt in den Tabletop. Dabei hebst du nacheinander deine Beine nach oben. 90 Grad Winkel. Und jetzt hebst du auch noch deinen Oberkörper. Arme lang strecken.
Und jetzt machen wir statt Bein heben, Bein senken auf die Fußspitzen. Los geht's. Ausatmen, senken. Kurzer Tipp auf der Matte, Bein wieder heben. Ausatmen, Oberkörper wird nicht mehr gesenkt. Schau dir die ganze Zeit den Knie an. Dein Kinn ist näher an der Brust. Dann ist auch die Nackenmuskulatur entspannt. Tipp und wieder hoch. Tipp, hoch. Vier Stück. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Die letzte. Aus. Und wieder ein. Ziehe deine Knie zur Brust, umarme sie. Und dann lege den Kopf nach unten. Wenn die Nackenmuskulatur wehtut, dann bitte den Kopf nach rechts und links ganz entspannt rollen. Wieder zur Mitte kommen. Wir kommen zu der nächsten Übung. Das ist auch einer der Klassiker, das ist die 100. Am Anfang stellst du deine Füße nacheinander auf, hebst deinen Oberkörper nach oben und streckst deine Arme entlang der Matte. Dreh deine Handflächen einmal zur Decke auf 5 Pumpstöße und dann für 5 weitere Pumpstöße ziehst du die Hände Richtung Boden. Los geht's. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aus, 2, 3, 4, 5. 40. 4, 5. Aus, 2, 3, 4, 5. 50. 4, 5. Aus, 2, 3, 4, 5. Beine in Tabletop. Weiter pumpen. 4, 5. Aus, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aus, 2, 3, 4, 5. Nur noch 30. Aus, 2, 3, 4, 5. 20. 4, 5. Aus, 2, 3, 4, 5. Die letzten 10. 4, 5. Aus, 2, 3, 4, 5. Kurz halten. Halten. Knie zur Brust ziehen. Liege Kopf und die Schultern ablegen. Noch einmal tief nach zu knien. Jetzt hast du deine Bauchmuskulatur gespürt. Wie schön sie brennt. Tief ein- und ausatmen. Wir kommen zur Single Leg Stretch. Du lässt dein rechtes Knie an deine Brust, das linke Bein streckst. Aus. Je tiefer Richtung Boden, desto anstrengender ist die Übung für deine Bauchmuskulatur. Du kannst deinen Kopf unten auf der Matte lassen. Und mit jeder Ein- und Ausatmung wechselst du das Bein. Oder du kannst auch gleich hier deinen Kopf heben und einatmen, strecken, ausatmen, strecken. Einatmen, wechseln, ausatmen, wechseln. Ein und aus. Schulterblattspitzen weg vom Boden. Schulter sind tief. Und du ziehst nicht mit aller Macht an deinem Bein. Wechsel, 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 wechsel. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und die letzte. Wieder die Knie zur Brust, wieder wie ein kleines Bäckchen sich nach unten bewegen und einen tiefen Atem zu ziehen. Wir kommen zu der nächsten Übung, das ist der Barg oder Scarabius. Knie wieder in Tabletop, Bein hüftbreit öffnen. Achte bitte darauf, dass deine Lendenwirbelsäule permanent unten auf der Matte ist. Wenn es nicht der Fall ist, bringe deine Knie etwas näher ran. Kein Vollkreuz während der ganzen Übung. Arme nach oben, Schulter hoch und Schulter breit. Und dann geht's los. Im Wechsel über Diagonale streckst du rechten Arm und linkes Bein nach unten. Je tiefer, desto besser. Lendenwirbelsäule macht den Hohlkreuz. Ein, wieder nach oben. Ausatmen. Andere Diagonale. Und wieder ein. Deine Aufgabe besteht außerdem darin, das andere Bein nicht zu bewegen. Also nicht das, sondern schön kontrolliert
ein Bein bewegen, das andere im Halten. Kein Hohlkreuz. Wenn es der Fall ist, dann Knie in Ausgangsposition gleich näher ranziehen und das andere Bein nicht so tief sehen. Aber auch hier ausatmen, bewegen, einatmen, bewegen. Ausatmen, bewegen, einatmen, bewegen. Aus und ein. Aus und ein. Zwei Stück. Aus und ein. Die letzte. Und wieder ein. Knie wieder zur Brust. Kurz entspannen. Du kannst Hände an deine Knie legen und mit deinen gespannten, entspannten Beinen Kreise ziehen. In eine Richtung. Und dann die Kreisrichtung ändern. Eine sanfte Massage in der Wirbelsäule. Tiefe Atemzüge. Versuch dich zwischen den Übungen immer wieder zu entspannen. Die Knie wieder zusammen. Füße nacheinander abstellen. Jetzt etwas näher am Gesäß. Arme entlang des Körpers. Hände auf den Boden ablegen. Mit der nächsten Ausatmung spanne deine Bauchmuskulatur und deine Gesäßmuskulatur ein und komme in eine Schulterbrücke. Hebe dich Stück für Stück nach oben, bis dein Becken in einer Linie mit dem Knie und mit deinen Schultern steht. Also nicht den Bauch ziehen, sondern Becken heben. Einatmen, hältst du die Position, ziehe bitte deine Knie zueinander. Ausatmen, komme Stück für Stück nach unten. Erst die Lendenwirbelsäule, dann das Gesäß ablegen. Das ist ganz wichtig. Deine Wirbelsäule wird flexibel durch diese Übung. Mache sie ganz entspannt und ganz langsam. Stell dir immer wieder vor, dass deine Wirbelsäule wie eine Perlenkette aufgebaut ist und du hebst und senkst sie Perle für Perle, also Wirbel für Wirbel nach oben, Wirbel für Wirbel nach unten. Schön langsam, Schultern sind tief. Heben, halten, ausatmen, wieder ablegen. Wir machen die Übung etwas intensiver für die Schulter. Mit der Ausatmung, wenn du dein Becken hebst, bringst du deine ausgestreckten Arme hinter den Kopf. Einatmen und mit der Ausatmung wieder in die Ausgangsposition. Wieder erst die Lendenwirbelsäule, dann das Gesäß. Einatmen. Ausatmen, heben, Gesäß und Bauch sind angespannt. Einatmen, halten, ausatmen, versenken. Wir machen noch zwei. Aus. Ein. Aus. Schultern sind weg vom Ohren. Schöne, langsame Bewegung. Heben. Halten, senken. Genauso wie die Atemübungen, mache ich sie etwas spannender. Bringe deine Füße jetzt zusammen. Wichtig ist, dass deine Oberschenkel, Innenseiten und die Knie zusammen sind. Fersen sind nach wie vor ganz nah am Boden. Mit der Ausatmung hebst du nur dein Becken nach oben, also Schulterbrücke ohne Arm. In der Position bleibst du jetzt hier. Und mit der Ausatmung streckst du das rechte Bein aus, auf die Kniehöhe. Knie und Oberschenkel bleiben zusammen. Wieder senken, linke Seite. Versuche dein Becken ruhig zu halten und wenn du deine Beine wechselst, verschiebt sich dein Becken nicht. Schön oben halten, wechseln. Und wieder, wechseln. Und wieder, hebe dein Po immer weiter nach oben. Und wechseln. Vier. Und wechseln. Drei. Und wechseln. Zwei. Wechseln. Die letzte. Absetzen. Gesäß etwas heben. Und dann Stück für Stück nach unten gehen. Sehr gut. Strecke für einen Augenblick deine Beine lang. Deine Arme hinter den Kopf. Ziehe dich mit der Einatmung hier lang. Mit der Ausatmung entspanne dich wieder.
ein und wieder aus. Wieder die Beine schließen. Bein wieder am Winkel. Lendenwirbelsäule liegt auf der Matte. Und wieder ausatmen. Bringst du deine Beine noch einen Tabletop. Knie sind zusammen, Oberschenkel, Innenseiten sind zusammen. Jetzt öffnest du deine Arme, legst die Handflächen auf den Boden, Schulter sind tief und entspannt. Die Übung heißt Side to Side. Genau das machen wir. Mit der Einatmung neige deine Beine nach links. Mit der Ausatmung durch die Bauchspannung bringst du sie wieder in die Mitte. Einatmen nach rechts, linke Schulter bleibt unten. Ausatmen durch die Bauchspannung wieder zur Mitte. Ein und wieder aus. Ein und wieder aus. Links, Schulter bleiben unten. Und wieder hoch. Rechts und wieder hoch. Nicht so viel Druck auf deinen Händen und auf deine Schultern. Alles geht durch die Bauchspannung. Und nur noch vier. Jede Seite zweimal. Und wieder hier. Rechts. Und wieder hier. Letzten zwei. Hebel. Letzte. Und wieder zur Mitte. Knie zur Brust. Tiefen Atem zu knebeln. Bringe jetzt deine Hände an deine Kniekehle. Halte dich gut fest. Du bist jetzt wie ein kleines Päckchen zusammengepackt. Und das nutzen wir jetzt aus, um zum Sitzen zu kommen. Du nimmst jetzt Schwung, versuchst dein Gesäß von der Matte zu lösen, kommst zum Sitzen. Füße bleiben weg vom Boden. Noch einmal nach hinten. Schön runden. Und wieder zum Sitzen kommen. Die Übung heißt Rolling Like a Ball. Und so wie sie heißt, machen wir das auch. Abrollen. Und wieder hochkommen. Bauchmuskel und Rücken. Wenig Schwung mit deinen Knien nehmen. Und mit deinen Beinen. Einmal noch. Rund. Und wieder zum Sitzen kommen. Jetzt darfst du deine Füße absetzen. Einmal gerade rücken. Einmal runter rücken. Einatmen. Sich lang ziehen. Arme sind jetzt seitlich. Mit der Einatmung hebst du deine Arme hoch. Mit der Ausatmung senkst du dich. Ein. Und wieder aus. Letztes Mal ein. Und wieder nach unten. Hände hinter den Körper auf der Matte absetzen. Arme sind gesteckt. Einatmen. Hier deinen Brust etwas mehr nach oben, versuche deine Bauchdecke zu strecken und dann entspanne dich wieder. Ein und wieder aus. Noch einmal ein und wieder aus. Jetzt kannst du dich wieder hinsetzen. Ich hoffe, dass du noch lächeln kannst. Wir sind fertig für heute. Ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht und dass ich dich demnächst auch live sehe. Bis dahin wünsche ich dir einen schönen Tag und sage Tschüss. Thank you.